Hallo, freut mich. Mein Name ist Jutta Teufsen. Ich kämpfe noch mit dem Kabel. Ich bin Philosophin, Japanwissenschaftlerin und auch Kunstwissenschaftlerin. Mein Thema heute heißt: Wer nicht hören will, muss sehen. Gewalt, sexueller Missbrauch und Hitler in der Kunst. Jetzt denkt ihr euch, oh, was ist das denn für ein Thema, für einen Science Slam? Ich wollte doch Katzenbabyfotos sehen und endlich anhand von süßen Babyfotos verstehen, wie naturwissenschaftliche Forschung funktioniert. Ja, ich mache aber heute ein kunstwissenschaftliches Thema. Kunstwissenschaftliche Themen sind in der Science Slam Szene nicht so beliebt. Und sonst auch nicht. Gar nicht. Wofür braucht man das auch? Kann man damit Krankheiten heilen? Und dann muss ich sagen, nein, man kann die Ergebnisse kunstwissenschaftlicher Forschung nicht in Tablettenform pressen und damit Krebs heilen. Geht nicht. Was aber geht, ist, dass wir anhand kunstwissenschaftlicher Forschung verstehen können, wie die Wahrnehmung von Kunst erst die Gefühle, die Gedanken und dann auch das Handeln von Menschen beeinflusst. Ihr habt das auch alle gemacht in der Schule, hier zum Beispiel Edvard Munch, der Schrei. So, dann hat euch eure Lehrerin gefragt, ja, und was macht das mit euch, hier der Schrei und so, was fühlt ihr dabei? Und ihr habt gesagt, nix, Frau Müller, lass mich in Ruhe, interessiert mich nicht. So, oder hier Impressionismus, Van Gogh, ne, der mit dem Ohr. So, musstet ihr auf ein riesengroßes weißes Bild ganz viele kleine Tupfen malen und ihr habt es gehasst. Ja, und ich auch, verstehe ich auch. So, jetzt machen wir aber heute ein Thema zum österreichischen Künstler Gottfried Hellenwein. Ich bin mir sicher, den habt ihr nicht in der Schule durchgenommen. Und ich bin mir sicher, dass der euch berühren wird. Für zarte Gemüter unter euch, ihr müsst jetzt mal die Augen schließen. Ich zeige ein paar Bilder, also die nächsten 8 Minuten oder so. So, ich zeige euch mal eins. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist ein Bild, das ist gemalt, kein Foto. Zeigt ein Kind, wie es eben mit bandagiertem Kopf vorne im Bild liegt. Reglos, einbandagiert und dort, wo wir ein Auge vermuten würden, strömt nur das Blut aus dem Verband hervor. Die Wirkung des Bildes ist schnell zusammengefasst, verletzt, verletzend, verstörend. Manche mögen Wut empfinden, andere Ekel, manche sind vielleicht in Gedanken bei ihren Kindern zu Hause. Das ist nicht das einzige Bild, in dem Hellenwein Gewalt und Kindesdarstellung miteinander verbindet. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich damit, wie sich die Darstellung des Kindes im Werk Hellenweins über die ganzen 50 Jahre, in denen er nun schafft, sich verändert hat. Und noch viel wichtiger, was das jeweils für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Ich habe mir jedes einzelne Bild angeschaut. Ich zeige euch ein paar. Und wie gesagt, für zarte Gemüter, es ist schon einigermaßen krass. Das hier ist Osterwetter, ein Bild von 1969. Damit hat er sich an der Kunstakademie Österreich in Wien beworben, wurde genommen, dort wo Adolf Hitler zweimal sich erfolglos beworben hatte. Das hier ist ein Bild aus einer Performance. Er hat eben sich selbst seinen Kopf einbandagiert und den Kopf von Kindern, hat eben diese Kinder in der Öffentlichkeit irgendwo hingestellt, geschaut, was passiert denn, wie reagieren denn die Passanten. Und das Krasse war, die meisten haben nicht reagiert. Das war so in den 70ern. Hier wieder ein Bild von einem bandagierten Kind, leblos, reglos, hilflos auf einem Bett. Hier links ein Bild aus der Reihe The Disasters of War, Kinder in Uniformen, die in ihrer eigenen Blutlache liegen. Noch ein weiteres Bild aus derselben Serie. Hier unten links sehen wir ein Foto von einer Darstellung, von einer riesengroßen Installation. Da hat Hellenwein am Hauptbahnhof Köln ganz viele Kindsköpfe, riesengroße Fotos von Bildern aufgehängt. Nicht solche Bilder von Kindern mit schönen roten Wangen und freundlich lächelnd in die Kamera gucken. Nein, ganz apathisch, abwesend. Und man wusste im Vorbeigehen, irgendwas stimmt nicht mit diesen Kindern. Das war jetzt nicht im Museum, sondern in der Öffentlichkeit. Und die Passanten reagierten ganz krass. Bilder wurden entwendet, zerstört. Hellenwein hat sie dann wieder geflickt. Und die Reaktionen waren eben sehr krass. Übrigens vermerkt mit dem Titel Selektion, was dann eben auf das Nazi-Regime verwies, unter dem ja, wie ihr vielleicht wisst, viele, viele Kinder zu Tode gekommen sind. Hier unten rechts, das ist ein Foto, da hat Hellenwein sich Zugang zu Polizeiarchiven verschafft und hat diese Fotos herausgesucht von Kindern, die gewaltsam zu Tode gekommen sind. Hat diese Fotos von Kindern immer wieder fotografiert, immer schleierhafter, bis es dann irgendwann so verschwommene Darstellungen wurden, die eben ja, das Grauen, das dahinter steht, eben andeuten und doch auch sehr explizit zeigen. Jetzt fragt man sich, ja, warum macht er das? Warum macht ein Künstler das? Und er kriegt immer wieder Vorwürfe, das ist doch krank und ein Tabubruch, das darf man gar nicht machen. Ja, und jetzt ist es so, dass man als Kunst
Wissenschaftlerin, als Kunsthistorikerin sich fragt, ja, warum macht jemand das? Was mache ich da Gutes? Ich gucke mir die Bilder an, ich gehe ins Archiv, wälze Kataloge und mir ist dann eingefallen, ach guck mal, der Hellenbein, der lebt ja noch. Frag den doch mal. Ruf den doch einfach mal an. So, habe ich gemacht, durfte mit dem telefonieren, obwohl der nicht so viel Zeit hat. Und das wäre interessant, was der dazu sagte, gerade zu diesem Vorwurf des Tabubruchs. Denn für Künstler ist das nicht unbedingt eine Beleidigung. Das kann eben auch eigentlich was Angenehmes sein. Denn Hellenbein begann zu malen über all diese Dinge als Gewalt an Kindern, sexuell, psychisch, körperlich, schon lange institutionalisiert war, in Österreich wie in Deutschland. Das heißt, in kirchlichen Institutionen, in Internaten, ihr habt vielleicht die einen oder anderen Fälle gehört. Zudem hatte Österreich ein immenses Problem an Inzestfällen. Ihr kennt vielleicht den Fall Fritzl. Dieser Mann hat eben seine Tochter mehrere Jahrzehnte im Keller eingesperrt und mehrere inzestuöse Nachkommen gezeugt. Ja, und Hellenbein hat eben angefangen, über all diese Sachen schon zu malen und das kam nicht so gut an in der Bevölkerung. Das war ein großer Tabubruch. Jetzt ging es Hellenbein aber nie darum, eben ganz schöne Bilder zu malen von impressionistischen Landschaften, ein Blumenmeer, wo man sich das übers Sofa hängt oder übers Telefon und sagt, schön, Blumen. Nee, dem ging es gerade um den Tabubruch. Der wollte die Leute zum Reden bringen. Jetzt hatte eben in der Nachkriegszeit Deutschland, so wie Österreich auch, immense Probleme, was die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und des Nazi-Regimes anging. Und so kam es, dass Hellenbein 1979 dieses Bild, erstmal Hitler malte an der Kunstakademie, genau, dachte sich eben im Aktmalzeichenkurs, ja, ich male jetzt heute mal nicht das Aktmodell, sondern ich male mal riesengroß Hitler in Rot, so in den 70er Jahre. Ist jetzt nicht das Originalbild, das ist übrigens weggekommen und hängt wahrscheinlich in irgendeinem Wohnzimmer, wo das gar nicht hingehört heutzutage. Ja, der Professor ging halt rum, hat sich die nackten Bilder alle angeschaut, gesagt, ja, schön, schön, kam bei Hellenbein vorbei, sah das, rannte raus, kam mit der ganzen Professorenschaft wieder, alle in hellem Aufruhr, alle total entsetzt und Hellenbein musste mitkommen, das Bild wurde beschlagnahmt und Hellenbein hat gemerkt, ach, guck mal, ich kann mit meiner Kunst was bewirken, die Leute regen sich auf, super. Ja, und dann kam es eben so, dass er 1979 das Bild Lebensunwertes Leben malte, das wir hier sehen. Und zwar sehen wir ein wunderhübsches, makelloses Kind mit goldenem Haar, mit einer weißen Bluse an einem Tisch, mit einer weißen Tischdecke, das wohl ins Essen gefallen ist. Wir sehen das an den Sprenkeln dunkler Soße, die eben die schöne weiße Bluse beschmutzen, die Tischdecke. Die Soße rinnt dem Kind aus dem Mund, die Augen sind geschlossen, das Kind ist offensichtlich tot. Der Blick des Betrachters wird nur aufgefangen durch den Bildtitel unten links, den ihr nicht erkennen könnt. Es steht dort lebensunwertes Leben und ist damit eben auch wieder Verweis auf die vielen Euthanasieprogramme in der Nazizeit, die eben viele tausende Kinder tötete. Eben weil das Naziregime oder weil man eben die Befürchtung hatte, dass Kinder, die nicht der Norm, dem Optimum entsprachen, dass die Leistungsfähigkeit des Volkskörpers herabsetzen könnten. Daran musste sich entledigt werden. Nun fragt man sich, ja, warum malt Hellenbein denn dann ein Kind, das tot im Essen liegt? Wieso gibt es nicht diese Berge von Leichen vor den Konzentrationslagern? Einerseits, weil Hellenbein eben nicht die gleichen Bilder, die man schon kannte, reproduzieren wollte. Die Leute waren abgestumpft, die hatten das gesehen in den 50er, 60er und das war so normal. So, da konnte man niemanden mehr mit schocken. Zweitens hatte Hellenbein ein Interview von einem NS-Arzt gelesen in der österreichischen Zeitung Kurier. Und in diesem Interview äußerte sich dieser Arzt aufs Äußerste beschämend und relativierend über die stattgefundenen Morde. Und ich habe auch einen Ausschnitt mitgebracht aus diesem Interview. Ich lese mal vor. Der Arzt sagte eben, soviel ich weiß, wurde niemand totgespritzt. Die Schwestern haben den Kindern das Gift ins Essen gemischt und die sind dann einfach eingeschlafen. Genau. Die schiere Provokation. Hellenbein fand das schrecklich, wir finden das auch schrecklich, das zu lesen. Was geschah jedoch? Nichts. Viel krasser als der Satz selbst empfand Hellenbein die Art und Weise, in der die Bevölkerung nicht reagierte. Das war so normal, das konnte man sagen. Es war halt so, ja, ist halt so. Dann dachte sich Hellenbein nur sowas wie, ja, die Leute verstehen das gesprochene und geschriebene Wort nicht. Vielleicht muss man denen das ja malen. Also hat Hellenbein eben das gerade gesehene Bild gemalt, hat sich an ein Journal gewandt und eben darum gebeten, dieses Bild zu veröffentlichen. Das geschah auch, Hellenbein durfte das veröffentlichen und hat gleichzeitig noch einen offenen Brief eben an diesen NS-Arzt mitgeschickt. Und auch diesen Brief habe ich mitgebracht und lese euch
denen gerne vor. Lieber Herr Dr. Gross, als ich mir Holocaust, die amerikanische Fernsehserie, angeschaut habe, ist mir Ihre Stellungnahme im Kurier wieder eingefallen. Und da wir gerade das Jahr des Kindes haben, will ich die Gelegenheit ergreifen und Ihnen im Namen der Kinder, denen unter Ihrer Obhut in den Himmel geholfen wurde, herzlich danken. Danken dafür, dass Sie nicht totgespritzt wurden, wie Sie sich ausdrücken, sondern dass Ihnen das Gift lediglich ins Essen gemischt wurde. Mit deutschem Gruß, Ihr Gottfried Hellenwein. Ja, das wurde veröffentlicht und dann geschah genau das, was Hellenwein sich erwartet hat. Die Leute sprachen. Es brach eine riesen Empörung aus, ja, großes Entsetzen. Und das Interessante ist, das war ja nicht das Bild an sich, dass die Leute zu diesem Entsetzen, zu dieser Empörung brachen. Es ist nicht das Bild, es ist eben das Bild dahinter, die Realität dahinter. Eben das Wissen um das, was in der Nazizeit passierte. Die Wissen darum, dass das nicht einfach nur gemalt ist. Das Wissen darum, dass das Realität ist und es war nicht lange her. Und in der Zeit begann Hellenwein eben mit dem, was er den Dialog mit der Bevölkerung nennt. Den Dialog mit der Bevölkerung, mit den Tätern aus dieser Zeit, den Mitschuldigen und eben allen, die damit beschäftigt sind, daran beteiligt waren. Jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen davon überzeugen konnte, dass kunstwissenschaftliche Forschung durchaus einen Wert hat, was wir so machen. Ich hoffe auch, dass ich euch ein bisschen für den Künstler begeistern konnte, Gottfried Hellenwein. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass ihr das eine oder andere Bild vielleicht ein bisschen genauer anschaut, euch Gedanken darüber macht, das auf euch wirken lasst. Und wenn das so ist, ich gewinne eh nicht mit dem Slam, wenn das aber so ist, dann habe ich mein Ziel im Grunde erreicht und danke euch jedenfalls für die ganze Aufmerksamkeit. Dankeschön.